Guten Morgen zusammen, Leute. Trotz der ungewöhnlichen Unterkunft schlief ich letzte Nacht recht gut. Normalerweise geht es ja da echt laut zu. Anfahrende und abfahrende Autos, Türen klatschen. Und ich muss sagen, da war es sehr ruhig, obwohl ziemlich viel Betrieb war. Ich fuhr nach Songkla. Hier scheint richtig was los zu sein. Beach Festival oder so. Und möchte eigentlich 2 oder vielleicht auch 3 Tage hier bleiben. Gibt wohl einiges zu sehen. Allerdings sind die Unterkünfte nicht preiswert, wie ich sehen konnte. Viel zu kommentieren gibt es hier im Moment nicht. Lass das einfach mal durchlaufen, seht es euch an. Scheint hier an diesem Beach Festival zu sein. Und so wie in Jean-Tien-Arcéos findet hier Volleyball statt. Sehr schöner Strand hier. Ja, schon sind wir noch unterwegs. Der Fahrt nahm ich diesmal nicht auf. Ich blieb auf der Hauptstraße, weil ich entschloss mich dazu aus Sicherheitsgründen. Ich bin alleine unterwegs, bin auch nicht mehr so fit. Falls mir auf so einer Nebenstrecke was passiert, ich spreche jetzt noch nicht mal von einem Unfall, sondern nur von einer Verpanne. Ich habe keinen, der mir da hilft. Ich kenne hier oben in der Ecke keinen. Und dann bin ich lieber auf der sicheren Seite, wenn ich die Hauptstraßen benutze. Ich denke, ich suche mir erstmal ein preiswertes Hotel, bevor ich auf weitere Entdeckungstour gehe. Gar nicht so einfach, ein preiswertes Hotelzimmer zu finden. Die Preise haben das teilweise in sich, jedenfalls für meine Geldbörse. Schau ich mal den Hafen hier noch mal kurz an. Alles ziemlich große Pötte, ne? Hängt natürlich auch mit dem Festival hier am Wochenende zusammen, logisch. Songkla hat mit Sicherheit einiges zu bieten. Es gibt noch einen Zoo,
einen schwimmenden Markt und noch viele andere Sachen, die man sich ansehen könnte. Aber mir war das einfach zu teuer. Jetzt mit dem Festival, ein Hotelzimmer, der gleiche Stil, wie ich den gestern anmietete, kostete 650 Watt. Und die etwas teureren Zimmer, die sahen auch nicht wesentlich besser aus. Da hinten in dieser Richtung ist ein wunderschöner Beach. Keine Menschenseele in dem Ressort. Die Bungalows kosten 1500 Watt. Und die kleinen Zimmerchen nebeneinander wollten sie 800 Watt haben. Also 600 Watt hätte ich gegeben und hier mal zwei Tage ausgeruht. War schön, oder wäre schön gewesen. Waren auch Restaurants in der Nähe. Aber ich zahle keine 800 Watt für ein Zimmer. Eben nirgendwo. Die ganze Gegend ist wirklich wunderschön. Darf ich nicht sagen, aber Hotelzimmer finden ist hier nicht so einfach. Also hier auf der Strecke, ich bin gerade wieder Richtung Batani unterwegs, von Soundla aus. Ich glaube, sind noch 50 Kilometer bis da. Nichts gefunden, bis auf die überteuerten Bungalows und die Zimmerchen da. Gestern sagte ich zwar, ich müsste mal ein bisschen System in die Fahrt reinkriegen, aber heute bin ich genauso unterwegs wie gestern. Und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Kommen natürlich auch private Sachen dazu, die mich momentan belasten, die mich auf der Fahrt erreicht haben. Und vielleicht spielt das auch mit eine Rolle, dass ich momentan nur am Motorrad sitze und mich ablenken möchte. Ich fand dann doch noch meine Idylle hier. Auch so ein kleines Ressort, direkt am Strand gelegen. Die anderen lassen lieber die Bungalows und die kleinen Zimmer schon leer stehen, bevor sie den Preis runtergehen. Hier zahle ich pro Nacht 600 Watt. Mal sehen, wie das Internet ist. Also eine Nacht bleibe ich auf jeden Fall hier. Ich habe auch noch einiges am Laptop zu arbeiten. Und wenn Internet okay ist, dann hänge ich auch noch eine Nacht dran. Kommt mir sehr gelegen. Direkt am Meer. Fand ich wunderbar. Hätte auch das Zimmer haben können, aber naja. Einziger Nachteil, auch hier gibt es kein Restaurant in der Nähe, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es eine Tankstelle und demzufolge auch einen 7-Eleven und da kann ich auch was zu essen kaufen. Was? Mir macht das nichts aus. Trombolin oder sowas. Ja, das sieht aus wie ein Restaurant, aber macht auch einen leeren, verlassenen Eindruck. Kann ich ja später mal vorbeischauen. Kocher liegt ins Zimmer, hätte ich bald vergessen. Für mich reicht das vollkommen aus. WC und Dusche, mein Markenzeichen. So, ich teste mal das Internet an, packe ein bisschen was aus und vielleicht könnt ihr auch hier waschen. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.